Wie war das auch mit der Taste? So? Diese Balken sind schwer verkeilt. Guter Ort für den Startschuss. Speerstrahl. Wie kriegt das Ding denn weg? Zieh das da raus! Ja, warte doch mal. Wie soll ich das denn? Hä, wie soll ich das denn wegziehen? Hä? Du bist gut. Zieh das da raus. Okay, schubst das mal aus dem Weg. Wie stört mich das hier gerade? Kann man nicht die Dinger hier irgendwie kaputt machen? Ach, liebe Freunde, das ist ja... Die sind schwer verkeilt. Ja. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Sperrstrahl, ja. Soll ich das da oben wegballern? Oder das Rohr? Zieh das da raus! Ja, wie denn? So, Rechtsklick. Schmettern. Kann ich aber nicht. Ich will das hier rausziehen. Wie kriege ich das denn rausgezogen? Also jetzt hänge ich hier gerade mächtig fest. Das ist nicht so schön. Okay, schubst das mal aus dem Weg. Oder muss ich hier dichter ran? Sind schwer verkeilt. Ah, jetzt. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Ausgezeichnet. So, weg damit. Den ersten habe ich schon mal. So, komm schon. Ist doch nicht wahr. Zieht sich aber auch. So, weg mit dem Scheiß. So. Soll ich das auch noch wegmachen? Eigentlich nicht, ne? Wie kommen wir jetzt da durch? Was wohl da unten ist? Etwas Großes und höchstwahrscheinlich Furchteinflößendes. Ja, ich möchte das ehrlich gesagt jetzt gar nicht wirklich so wissen, ob da jetzt was Furchteinflößendes auf uns lauert. Unten ist es ganz schön dunkel. Ja. Feucht. Und feucht, ja. Ich hoffe, du hast keine offenen Schnittchen. Und, wieder Bücher. Bücher im Wasser, das ist natürlich... Versuch mal, ob du die Stromquelle findest. Stromquelle? Das ist ja hier. Das müsste ja hier sein, die Stromquelle. So. Interagiere. Toll, der Rekrut hat sie gefunden. Ja, ja, logisch, ich schlafe nicht an der Wand hier, ne? Das ist eine gute Idee, es in 50 cm hohem Wasser zu stehen. Nee. Ja, klasse. Das hat nicht geklappt. Ich sehe nichts. Ray, Ing. Alter. Was geht da ab? Scan das für die Geschwisterleitung. Was soll ich? Ich soll jetzt scannen? Zieh da hin. Miau! Ein Buchgolem ist das. Ja.
Alter. Genau, genau! Genau, genau! Alter, ist das ein, Echt? Frage ist jetzt... Ich bin kein großer Fan von bidimensionalen Klasse 6 Attraktoren. Ich auch nicht. Da stimme ich dir zu. Zum Glück, dass er sich nur in ein paar alten Büchern manifestieren konnte. Ja. Das war wirklich Glück und Glück. Ja, ich bin okay. Okay, wir können weiter. Das war ja eben jetzt hier ein... Aber das sieht auch schon irgendwie ziemlich geil aus, hier muss ich so sagen. So ein bisschen die, das Wasser mit den Büchern hier, obwohl das auch so ein bisschen duster gehalten ist. Aber ich muss so schon sagen, hier die Grafik von Ghostbusters ist schon echt bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Spiel seit 2009 auf dem Markt ist. Muss ich sagen, für die damaligen Verhältnisse der Grafikbranche... Ja, wenn wir hingehen. Sehr freundlich. Ja. Hübsch. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Ja, da schreien wir nicht so laut. Flankiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Die alte Dame. Außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte. Ja, scheiße. Oh Mann, und diesmal noch zwei. Ja, die ahnen sich immer zu zweit. Die waren beim Rollkommando. Sehr schön. Der ist immer zerstört. Wir müssen ja auch viel mit unserem Sprengstoff-Dings hier arbeiten. Sorte haben wir nicht wieder da. Ach ja? Komm her und sag's mir ins Gesicht. So. Kann schon, das müsste jetzt auch gleich erledigt sein. Sehr schön, der ist auch weg. Wir müssen die graue Dame schnappen, bevor es echt gefährlich wird. Wie war das noch, Ray? Hier passiert nichts Böses. Ja, das sicher war es. Gibt es einen anderen Weg? Klar gibt es hier einen anderen Weg. Hier, der hier. Da haben wir doch schon unseren Weg. Was hast du da gefunden, Kumpel? Ja. Gute Arbeit. Danke, danke. Der Zuge hat den Ausgang gefunden. Ja. Oh, was passiert jetzt? Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Okay, und jetzt bitte auf Deutsch. Den Schleimsprenger zu benutzen. Tabula-Taste, Sprengstrahl funktionieren. So, Effekt. Aufwertung reduziert Wanderbewegung des Strahls mit linke oder Linkstaste feuern. Okay. Ist klar. Gut. Musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlung von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Da, neutronisierter Schleim. Sehr schön, das ist ja mal geil. Geil. Also wir haben jetzt eine weitere Fähigkeit jetzt hier freigeschaltet bzw. bekommen von, mit unserem Protopäckchen. Und zwar können wir jetzt hier diesen Schleim neutralisieren. Erinnert mich so ein bisschen an Slimer sein Schleim. Es schleimte mich voll. So, ich werde hier nochmal ein bisschen was aufknallen. Auf zu. Unsere eigene Abkürzung zur Hölle, wie bequem. Ich beeile mich doch schon. Was passiert jetzt? Ich bin aber erstmal so locker und leicht reinmarschiert, also muss man ja so sagen, ne? Die alte Dame.
Ray guckt. Schauriger Ort. Das zeig ich dir, du. Ob der Sammler hier die Bibliothekarin getötet hat? Und unser Charakter sieht aus wie so ein Milchbubi. Mit Sicherheit ausgehen. Dieses Buch gibt massiv Energie ab. Das ist dein Stichwort, Killer. Auf sie. Killer. Ja, danke. Jetzt soll ich sie vollschleimen, oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wie? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wie? Oder wie? Oder was? Oder wie? Was? Was? Wie? Was? Wie? Was? So, Schluss damit. Ich wollte eigentlich normalerweise nur einen Ladebildschirm überbrücken, aber naja. Irgendwie kam mir das Spiel so zum Anfang so ein bisschen vor, als wenn die Ladezeit ziemlich schneller vorübergeht. So, hol den Gosa-Kodex vom Tisch der Bibliothekarin. So. Jetzt war ich hier voll Schleimer. Geht ja gar nicht. Verdammt. Ja gut, dann schalten wir wieder um. Können wir hier interagieren? Großer Kotex interagiert. Nein, was jetzt? Oh, oh. Das hat sie ziemlich gut hingenommen. Besser, als ich erwartet hatte. Es ist nur logisch, wenn ihre Restgeistenergie mit dem Buch verbunden ist. Der Gosa-Kodex, richtig? Da wir das jetzt haben, dürfte ihr Echo freigesetzt worden sein. Echt? Sie ist weg. Ich traue der Materie nicht. Ich glaube, wir haben ihr geholfen, hinüberzutreten. Ich hoffe mal, dass wir sie geholfen haben. Aber ich denke mir mal bestimmt, da wird bestimmt gleich was passieren. Ich habe das irgendwie so ein bisschen im Urin, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Machen wir einen Scan. Ein Scan? Ja, wir scannen mal. Was soll jetzt gehen? Irgendwas? Hä? Und ich glaube, sie ist schon wieder da. Oh nein. Ja. Ich liege. So, besiege die Bibliothekare müssen wir jetzt. Die Buchstände generieren ihr Schild. Alter. Ja, halt ich doch. Alter. Das ist nicht einfach. Das Ding ist nicht allein. Nee, das kriege ich auch schon mit, dass das nicht allein ist. Okay. Na, ist gar nicht so einfach hier. So, einer müsste schon weg sein. Die Buchstände generieren hier schon. Scheiße, die beiden liegen. Und ich glaube ich auch. Das war knapp. Ich muss mal auf die andere Seite gehen. Das bedeutet Kryptik, ey. So, einer ist weg. Ich feuer da volle Kanne rein. Oha. Das ist ziemlich spannend hier gerade. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ganz oben! Alter. Ja, ich bin doch schon dabei, die wegzuschießen. Und, Alter, die beiden liegen. Wo seid ihr? So, jetzt ist sie frei. Das war's. Jetzt greifen wir die Bibliothekarin direkt an. Was sie? Alter, und haut sie mich gleich wieder um.
Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, wir haben dich. Wir haben dich. Jetzt geht los. Du olle Zibbe. Jetzt wird... Geh rein, du Alte. Deine Zeit ist vorbei. So. Ja, wir haben es erwischt. Super, geil. Hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe.